Ja, und herzlich willkommen zum nächsten Türchen, heute zum fünften Türchen bei unserem Let's Christmas Adventskalender. Heute mal etwas gemütlicher, zu einer etwas humaneren Uhrzeit, nämlich um 10 Uhr. Dadurch, dass ich heute am Donnerstag ein bisschen später erst Uni habe, können wir das heute humaner und vor allem auch ein bisschen gelassener, ohne irgendwie auf Zeitdruck zu kommen. Ja, ich hoffe, es hat euch bisher alles gefallen. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr es gerne natürlich noch in die Kommentare posten. Ja, und dann schauen wir mal, was heute so Tolles hier drinne war. Gestern war ja die Knuddelgarantie ja garantiert. Das hat zwar jetzt irgendwie sehr seltsam angehört, aber ja, es passt auf jeden Fall sehr gut. Ich gucke jetzt hier schon gerade so ein bisschen, wo ist denn hier die Nummer 5? Und wenn ich sie gefunden habe, ja, man müsste auch das Ganze ein bisschen runter machen. Hier ist sie, die Nummer 5. Was ich sehr schade finde, das findet übrigens auch der liebe Kollege, der Tom, auch ziemlich schade, dass eben hinter den Dingern, weil er hat diesen anderen Kalender von Kinder, und zwar diesen, wo eben mal alles drin sein kann, wo so ein kleiner Weihnachtsmann drin sein kann, wo ein Kinderriegel sein kann, wo allerdings auch mal ein Ürei ist, dass eben hier hinten hinter dem Türchen eben nichts beschriftet ist. Nichts beschriftet, sondern kein Bild mehr ist. Also letztes Jahr war das zumindest noch so. Ja, aber jetzt nehmen wir erstmal hier die Nummer 5. Ich muss mich ganz klein machen, damit ihr mich überhaupt hallo sehen könnt. Ja, hier ist die Nummer 5. Ja, und dann öffnen wir mal das gute Türchen. Hopp. Indem ich hier wieder halb die Tür zerschlage. Und auf damit. Ja, und hier ist es, das Ü-Eichen. Und raus. Ja, also man sieht eben, es ist wirklich nichts drin. Na gut, es ist ein bisschen zu dunkel, aber es ist wirklich nichts dahinter. Ja, hier ist es. Und das werden wir jetzt mal öffnen. Usch. So, dann schauen wir mal, was wir da so Tolles haben. So. Hopp, hopp, das kann weg. Und ja, dann schauen wir mal. Ich habe ja, genau. Hier das. Hoppala, das Ei, was gleich einen Abgang machen will. Hier ist es. Und schauen wir mal, was sich dahinter wohl verbirgt. So, einmal aufgemacht. Das ist, aha, auf jeden Fall etwas zum Basteln. Schauen wir mal. Ach, das ist so ein Kreisel. Ein, wie haben wir das? So, hier ist wieder dieses Sicherheitshinweis. Hinweis, ja, können wir verschlucken oder so. Genau, das sind diese Kreise, die wir früher in der Grundschulzeit, weiß ich noch, hatten sehr viele immer das gab. Da hatten wir immer auf der Tischtennisplatte so ein Duell gemacht. Hier mit diesen Kreiseln. Halt so. Ich denke immer verkehrt rum. Man muss ja bedenken, es ist spiegelverkehrt an der Webcam. So. Dann schauen wir mal. Also, das hier ist der Kreise. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo oben, wo ist unten. So, ich glaube, das ist irgendwie. So vermute ich mal. Also, der Kreise. Und jetzt kommt hier das Gerät rein, und zwar in irgendein scheinbar.
Genau. So. So rein. Und dann ist manchmal ein bisschen Platz hier. Zack. So. Dann nimmt man das so und wusch. Ja, und da kreiselt das Ding gerade hier ein bisschen aus dem Bild. Zack, jetzt geht's gegen den Laptop. Stopp, stopp, stopp. Aber ich hoffe, man hat, glaube ich, gesehen, wie das Prinzip funktioniert. Ich kann auch gerne nochmal machen. Wir haben ja heute die Zeit dafür. Einfach hier in so ein Loch reinmachen, das ganze Teil. Dann hat man das hier. Dann hält man das so fest hier oben, zieht es raus und dann sollte es sich. Na, das ist jetzt hängen geblieben. Das. Ja, bevor ich jetzt hier. Gott, oh Gott, nein. Bevor ich jetzt hier Amok laufe mit dem Ding. Das war ja jetzt schon fast ein Anschlag auf den Kalender, was ich jetzt gerade verübt habe. Ich war nie der Beste in diesen Geräten. Also ich wüsste auch nicht, dass ich damals als Grundschüler da mitgemacht habe bei diesen Dingern, die dann immer auf der Tischtennisplatte war, das bei uns drauf rumgekreiselt haben. Wüsste ich jetzt nicht, aber nun ja. Retro, sage ich dazu nur, ne? Ein Retro-Artikel, der Kreisel mit der Aufzählung. Ich weiß auch nicht, was man. Es gab damals auch so ein Schlüsselwort, was man gesagt hat. Ich weiß nicht, wie das hieß. Ich meine, es war so ein englisches. Und damals hat man das nicht so verstanden. Leaded Plate oder sowas. Irgendwie. Ich weiß nicht. Sowas in der Art. Ja, auf jeden Fall der Kreisel heute im Kalender drinne. Also. Wie gesagt, macht euch ein schönes Duell damit. Für alle, die vielleicht das auch haben, kann man ja ein schönes Duell machen. Und wichtig ist, nicht zu doll auf den Kreisel gucken, nicht, dass ihr besoffen wollt. So, ja, das dazu. Ja, und dann war es das für heute. Morgen ist der Nikolaustag. Da natürlich auch. Da wird es wahrscheinlich sein, dass die Folge ein bisschen später kommt, weil ich voraussehe, ich muss sehen, wahrscheinlich erst nach der Uni aufnehmen, um 13 Uhr. Und deswegen, ja, aber wie gesagt, lasst euch einfach morgen mal überraschen, was so passiert. Und dann sage ich bis morgen zum Nikolaustag hier beim Let's Christmas bei Hessen Boys 91 oder bei Jan vielmehr. Und ja, dann bis morgen und ciao.